Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal KSC Karriere, Folge Nummer 17. Ja, wir sind wieder da. Ich hab Bock. Pokal steht an gegen Freiburg. Wir spielen nochmal gegen Freiburg. Alles gleich nochmal im Kalender zu sehen. Vorher aber kurze Info. Ich habe mich doch dazu entschieden, die Nationalmannschaft nicht anzunehmen. Bin schon zurückgetreten, weil einige gesagt haben, ich soll doch lieber die KSC-Karriere in vollem Fokus vollenden und dann anschließend vielleicht noch eine Nationalmannschaftskarriere dranhängen. Das schon mal für euch als Info. Lasst an der Stelle auf jeden Fall gerne schon mal ein Like da, falls euch das Ganze gefällt. Gerne ein Abo. Gerne auch die Glocke aktivieren. Kommentar für den Algorithmus. Ihr kennt den ganzen Hasen. Dann würde ich sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Gehen rein in den Kalender und starten in die nächsten Spiele. Let's go. So, angekommen im Kalender. Wir spielen jetzt gegen Freiburg im Pokal, dann wartet Köln, dann Heimspiel gegen Freiburg in der Liga, Hertha und Wolfsburg. Ich würde sagen, wir starten direkt rein gegen Freiburg, spielen das Ganze selber. So, ihr seht schon im Hintergrund, wir machen ein bisschen was. Es gibt ein bisschen Rotation, Karius kommt rein, Mackay kommt rein, Collins, Van Drongelen, Bonner, Hardy da von Beginn an, De Jong und De Leu, ja, dürfen auch beide von Anfang an spielen. Angekommen im Stadion. Ich denke, wir sind in Freiburg. Ja, ja. Auswärtsspiel, Pokal, Runde 2. Ich will dieses Mal unbedingt Minimum mal ins Viertelfinale kommen. Das werden wir, denke ich, auch mal. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen können. Wir gehen rein ins Spiel. Sehen uns gleich in der ersten Situation dann wieder. Let's go. Ja, Becker, guter Ball auf Delö. Delö, komm, Junge. Nutz deine Chance, Mann. Was ein Drecksabschluss. Ey, ja, da bleibt ja auch nichts anderes übrig, als so zu gucken, Alter. Meine Fresse. Ja, Lee mit einem guten Ball auf De Jong. Komm, Junge. De Jong. Mach dich unsterblich, Junge. Mach dich unsterblich. Was eine Möglichkeit. Oh, schade, Mann. Der kann auch einfach reingehen. Hilfe. Oh, es ist schon Halbzeit, oh mein Gott. Boah, wenig los, wir hatten eine riesige Chance. Boah, 0-0 zur Pause. Wir machen mal weiter, gucken, was in Halbzeit 2 geht. Es gibt's nicht, Mann. Freiburg macht das ganze Spiel nichts, komm einmal vor und treffen. Es ist echt zum Kotzen, Mann. Es geht. Pokal und ich, einfach keine Freunde, Mann. Es ist so zum Kotzen, ey. Ja, da ist Hardy. Hardy, komm, Junge. Ich will jetzt mal was von dir sehen. Da ist Lee. Lee, kannst du dich hier durchsetzen? Lee, Lee macht es gut. Lee trifft. Ja, Junge. Lee ist unsere Lebensversicherung. Heilige Scheiße. Da ist er. Trifft mal wieder. Bester Transfer, EU West. Ja, Hardy macht jetzt mal ordentlich Meter. Da ist Delö. Delö verliert wieder den Ball. Wir haben ihn aber noch. Und jetzt ist es abseits. Ach, Mann. Wir wechseln jetzt auch. Schade, geht jetzt raus. Außerdem geht auch der gute Delö raus und Becker. Wir brauchen noch ein Tor. Das wollen wir jetzt im besten Fall auch hinbekommen. Da ist Cantero. Ball ist weg. Ja, schön gespielt. Cantero mit Jones. Da ist Lee. Da ist Lee, da ist es 2-1, 90. Minute, Doppelpacker Lee, ganz, ganz starkes Ding, Junge. Lange dürfte es auch nicht mehr gehen, der Ref könnte jetzt direkt abpfeifen. Ja, wir sind in der nächsten Runde. Lee schießt uns in Runde 2 mit einem Doppelpack, ganz, ganz stark, so wichtig, Junge. So, nächstes Spiel steht an gegen den 1. FC Köln. Wir sind momentan 17. Im Hintergrund gibt es die Aufstellung. Damen rückt wieder ins Tor, ist ja völlig klar. De Jong bekommt seinen nächsten Einsatz. Schade, kommt auf die Bank. De Jong hat ein gutes Spiel gemacht gegen Freiburg im Pokal. Ferrei darf ran. Dann bekommt Lee eine kleine Pause. Ansonsten ist es die gewohnte Elf. Wir gehen in eine schnelle Simulation und gewinnen hier hoffentlich das nächste Spiel. Nein, wir verlieren mit 3-1. Ah, Cantero trifft. Ut und Ehizibue. Zieht mal wieder danach raus. Jetzt hätten wir unsere Chancen nicht genutzt. Ausgeglichenes Spiel. Leider mit dem besseren Ende für Köln. So, und dann gibt's auch direkt die Neuauflage fürs Pokalspiel, wenn man so will. Wir spielen gegen Freiburg. Top 11. Wir gehen rein. Nochmal eine schnelle Simulation. Können wir Freiburg auch auch in der Liga bezwingen. Sehr schön. Cantero verschießt den Elfer. Schade. Trifft gegen seinen Ex-Club. Sehr, sehr schön.
die nächsten 3 Punkte für unser Konto. Wir spielen wieder gegen Platz 17, gegen die Hertha. Da gibt es ja eine kleine Fanfreundschaft, also kann man eine dicke Choreo erwarten. Das ist aber für uns nicht interessant. Es gibt einen kleinen Wechsel, Van Drongelen kommt rein, Kobalt bekommt eine Pause. Wir gehen rein in die Simulation, gucken uns das Ganze an. Ja, ich kann die Hertha irgendwie nicht so einschätzen. Was spielt denn da so? Lebeling, what the fuck? Okay. Löwen, Babu, Christensen im Tor. Ja, wir werden sehen. Wir gewinnen hier jetzt einfach ganz easy gegen die Hertha. Let's go, Männer. Ja, die Hertha kommt. Damen ist da, oh mein Gott. Erste dicke Möglichkeit für die Hertha. Das war absolut scheiße verteidigt. Hilfe, Mann. Kommt, Jungs, ich will 3 Punkte. Auf geht's. Ja, Becker, Cantero, Mann. Hey. Was ist das denn für ein Klein-Klein-Gespiele, Mensch? Ja, und dann kommt die Hertha, aber Damen ist wieder da. Ganz, ganz wichtig. Boah, bitte lass die Hertha nicht so Zufallstore machen. Das kann ja nicht sein. Pessina, ey. Was macht ihr da? Mann! Gegen die Hertha, Alter, ohne Scheiß. Wir gehen jetzt ernsthaft mit einem Rückstand in die Pause. Die Hertha ist auch mittlerweile besser. Und ich kann es mir nicht erklären. Mann, ich kann es mir nicht erklären. Oh, wir gehen halt rein in Halbzeit 2. Komm, auf geht's, Jungs. Ja, sieht gut aus, Lee. Becker. Weiter so. Kommt. Das gibt's nicht. Eduard Löwen. Ey, Mann. Wir sind die ganze Zeit vom gegnerischen 16er. Die ganze Zeit, Mann. Die kommen einmal vor und machen das Tor. Das ist echt. Das ist echt zum Kotzen. Ey, was? Es gibt noch ein drittes Tor. Ey, Mann. Wir können zum Ende springen. Ich hab keinen Bock, mir das noch anzugucken, Alter. Boah, was? Echt. Da reden wir nicht drüber. Wir reden dann drüber. Okay. Scout, ja, hast du wieder was für uns? Dennis Hess, Schweizer, 2,3. Ey, es ist ja unglaublich. Ich habe halt mittlerweile echt zu viele Jugendspieler. Wir nehmen ihn mit. Dennis Hess, 17 Jahre alt. Sehr schön. Ja, und der hat schon eine 63. Ich glaube, ich werde ihn mal zum ZOM umtrainieren. Dürfte auch nicht nur 4 Wochen. Sehr schön. 5 Sterne Spezialbewegung, Alter. 4 Sterne schwacher Fuß. Ja, moin. Perfekt. Mal wieder ein wunderbares Talent. So, letztes Spiel für die Folge ist nochmal ein Heimspiel. Sehr schön. Wir spielen jetzt gegen den VfL Wolfsburg. Die sind momentan auf Platz 2. 2 Punkte vor uns. Also wir könnten hier wieder mal einen kleinen Tausch durchführen. Ich will das jetzt auf jeden Fall auch erreichen. Wir gehen rein ins Spiel. Ihr seht im Hintergrund 2 kleine Wechsel. Van Drongelen kommt rein und Hardy kommt mit rein. Wir wollen 3 Punkte. Die holen wir uns jetzt. Kommt, Jungs. Angekommen im Wildpark. Richtig, richtig geiles Duell jetzt. Also nicht, dass ich Wolfsburg mag, aber die Tabelle gibt einiges her. Spieltag Nummer 13. Wir wollen 3 Punkte und die holen wir uns jetzt auch. Kommt, Männer. Ja, sieht gut aus. Vasiliadis auf Cantero. Da ist es 1-0. Ganz, ganz frühes Ding. Sehr, sehr schön. Wir gehen mit 1-0 in die Führung. Wir gehen mit 1-0 in die Führung gesagt? Wir gehen mit 1-0 in Führung. Ganz, ganz wichtiges Ding. Ah, was bekommt? Oh, das ist manchmal so schwierig zu verteidigen. Da ist der Ausgleich 10 Minuten nach dem Führungstreffer. Ah, Jungs. Boah, was ein Brett. Damen hat den gehalten, ganz stark. Boah, Junge, den hat er Volley aus der Luft drauf geklatscht. Hilfe. Boah, schöner Ball von Lee, da ist schade. Schade, auf dem Weg in den 16er. Leo, dein Finish verkackt, aber der Ball kommt nochmal zurück. Ganz, ganz wichtiges Ding. Lee mit einem erneuten Treffer. Ganz, ganz wichtig, Junge. Ja, wieder schade. Der macht ein gutes Spiel heute. Da ist er wieder im 16er. Ah. Wird gut verteidigt, jetzt ist auch Halbzeit. Wir führen mit 2-1, das ist ein ganz, ganz starkes Spiel. Sehr ausgeglichen aber auch, also ein Unentschieden wäre auch verdient. Aber mir ist es egal, wir führen mit 2-1, ganz, ganz wichtig. Ja, schade, macht es gut. Schade, mal aus der Distanz, was ein Tor! Ganz, ganz starkes Ding, Junge. Boah, da ist es 3-1. Er will die Masse erstmal beruhigen, ganz, ganz stark. So, schade, hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
darf sich den Applaus abholen. Dafür kommt Fink rein. Außerdem Ferrei und Smith für die letzten 20 Minuten. Dem Sieg hier darf eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Und es war ein richtig gutes Spiel bisher. Sehr, sehr schön. Ja, Vassiliadis legt den Ball nochmal zurück. Da ist Jones. Und es gibt Elfmeter, hä? Okay. Nehme ich. Danke. Habe ich kein Problem damit, den Elfmeter zu nehmen. Guck mal, wer denn schießt. Jones. Jones mit der Möglichkeit. Ja, macht er ganz abgeklärt. Sehr, sehr schön. Das ist das 4:1. Ist am Ende jetzt mittlerweile doch verdient. Wolfsburg macht gar nichts mehr nach vorne. Sehr, sehr schön. 4:1. Ganz stark. Ja, mittlerweile sind wir schon in der 90. Minute. Da dürfte nicht mehr viel passieren. Vor allem nehmen wir ganz wichtige 3 Punkte hier mit. Oder wir lassen sie zu Hause gegen Wolfsburg. Macht man auch nicht alle Tage. Und da ist es vorbei. Wir gewinnen mit 4:1. Das ist ein richtig, richtig, richtig starkes Spiel gewesen. Wow, sehr, sehr schön. Wir schauen auf die Tabelle und dann sehen wir uns da gleich wieder. Bevor wir uns die Tabelle angucken, müssen wir aber kurz über Runde 3 im Pokal sprechen. Wir spielen gegen den VfB Stuttgart. Wow, Derby-Time im Pokal. Puh, heftig, heftig. Da könnt ihr euch drauf freuen. In der nächsten Folge geht's richtig rund. So, und das ist die Tabelle nach 13 Spieltagen. Ich habe mich wohl doch getäuscht. Wolfsburg war doch ein paar Punkte mehr weg. Ja, aber wir stehen gut da. Platz 4, 23 Punkte. Punktgleich mit Bayer Leverkusen. Dortmund hängt uns im Nacken, genauso wie Mainz. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Bayern zieht so allmählich weg, 7 Punkte schon. Auch Wolfsburg mit 4 Punkten vorne dran. Aber 13. Spieltag, wir stehen richtig, richtig gut da. Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Checkt gerne meine Bundesliga-Retalks aus. Kann ich an der Stelle auch gerne mal sagen. In diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao.